R-E-W-I-N-S-I-D-E. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser Stealth-Episode Craft Attack. Ganz kurz zu meinem früheren Ich zurück und dann werde ich euch ein ganzes alles erklären. Okay Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ganz wichtig, ich muss jetzt hier ein bisschen leiser reden, weil Dena sitzt gerade nebenan und hat mich gerade getötet. Ich monitore gerade den Chat von Kevin, ich monitore gerade Dena's Stream, denn Dena hat mich eben AFK getötet und ich habe so getan, als wüsste ich nie, dass er das gewesen ist. Ich habe live den Stream gesehen, meine Freunde. Ich kann euch hier nur mal ganz kurz zeigen, wie Dena versucht, seine Unschuld zu beweisen. Er schreibt ja, weil mich wer hat ertrinken lassen und mein Bett wurde auch abgemacht. Ich weiß nicht. Dena ist auf dem Server, schreibt Basti, was ist das für ein Scheiß? Scheiß drauf, er ist ultra sauer. Ihr habt's gesehen, Leute, Dena hat ja einen auf unschuldig gemacht. Und dann bin ich hingegangen, Leute, und habe meinen Mastermind mal eingesetzt und habe gesagt, okay, ich fake jetzt, als würde ich nach Hause gehen, beziehungsweise was essen gehen. Kevin und Zander wissen schon Bescheid, meine Freunde. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz hier den Einspieler, wie ich gefaked habe, dass ich was essen gehe. Mach's gut, ciao, ciao. Kannst du bei mir PC und sowas anlassen? Ich komm gleich mal wieder. Ich soll dein PC anlassen? Ja, Licht und sowas auch. Ich will jetzt erstmal was essen. Alles klar. Wollen wir jetzt nachher noch Craft Tech aufnehmen? Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffe. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, bevor ich jetzt bekomme. Alles gut. Ciao, ciao. den Verdacht, dass ich das gewesen sein könnte? Hä? Er meinte, er geht jetzt essen. Ich habe ihn gefragt, ob wir ihn aufnehmen, Craft Tech, um ihn so darauf hinzudeuten. Ich dachte, dann kommt sowas wie, nee. Er war wieder ganz entspannt. Ja, bis angepisst war er noch, muss man sagen. Deswegen, Leute, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst Revi schreiben, dass ich das nicht war, sondern Basti, Leute. Ihr habt es gesehen, dann ist Dena noch hingegangen, hat versucht, Basti in die Schuhe zu schieben. Richtiger Move, Leute. Und jetzt denkt Dena, dass ich nicht da bin. Und gleich logge ich mich ein. Wenn Kevin und Zander schon bei Dena stehen, komme ich dahin. Wir nehmen den zu dritt auseinander, meine Freunde. Und dann werde ich mich bei ihm rächen dafür, dass er meine Sachen geklaut hat. In diesem Sinne, meine Freunde, willkommen zur Craft Attack Mastermind Plan. Okay, Leute, ihr habt es gesehen. Kevin ist schon am Server. Kevin ist auch schon im Teamspeak, Leute. Wir gehen jetzt hin und werden Dena Stealth töten. Ich glaube, ihr versteht die Gesamtsituation, Leute. Jetzt wird abgerechnet, denn ich lasse mir das nicht gefallen, Leute. Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Ich habe keine Lust mehr darauf, Leute, dass Dena einfach so dreist ist und mich einfach tötet, Leute. Dena ist der Meinung, ich wäre gerade nicht hier, Leute. Der Typ irrt sich gerade ganz schön gewaltig. Der Typ irrt sich richtig, richtig gewaltig, Leute. Ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich rüber und dann geht's los. Kevin? Ja, bitte? Bist du da? Ja, ich bin da. Denn jetzt, Kevin, pass mal auf. Ich habe Dena erzählt, dass ich gar nicht mehr hier bin. Ich habe so getan, als wäre ich nach Hause gefahren. Und Dena denkt, ich bin gar nicht mehr da. Und jetzt wundert er sich wahrscheinlich gerade, warum ich auf den Server komme. Der Typ würde es jetzt riechen, Kevin. Das heißt, wir müssen jetzt richtig, richtig schnell zuschlagen. Der Penner hat meine Sachen geklaut. Ich habe kein Schwert dabei, ich habe nur einen Bogen, Kevin. Das heißt, ich kann nur mit Pfeilen. Wo ist der denn gerade? Der ist bei sich am Haus irgendwo oben. Der ist bei sich am Haus irgendwo oben. Der muss bei sich am Haus sein. Der wird jetzt direkt Bescheid bekommen von den Zuschauern. Ja, das stimmt. Du musst direkt hoch. Ich muss mich jetzt beeilen. Du musst direkt hoch. Wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall töten. Ich will auf jeden Fall meine Sachen wieder haben, Leute. Ich habe noch 32 TNT im Gepäck. Das geht zu weit. Ich war einfach AFK, Dicker. Und er hat mich einfach umgebracht. Ohne Grund, Leute. Und ihr wisst, wie ich das so stehe. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit getrollt, verarscht und weiß ich was zu werden, Leute. Und aus dem Grund werden wir jetzt einfach mal hingehen und denen ja richtig schön das Fressbrett polieren an meinen Akku. Erstmal Rotpilz. Woher weißt du das? Erstmal Rotpilz zu Hause. Schreiben mir die Leute gerade. Okay, lass schnell dahin. Komm. Jetzt wird's richtig abgehen. Okay, Zander, jetzt ganz kurz. Zander, du musst jetzt ins Geschehen ganz kurz rein. Wir ziehen unser Plan durch, Dicker. Du musst dich beeilen, okay? Du musst jetzt schnell zu uns kommen. Das besagte Zielobjekt befindet sich gerade bei Rotpilz am Haus. Kevin und ich ziehen das jetzt ganz kurz durch, Zander, und dann werden wir den Rest angehen, okay? Was zieht ihr denn durch? Zander, alles gut. Leute, Zander und Kevin streamen gerade für meine Folge, dass ihr es gerade versteht. Den hat mich eben AFK getötet. Ich bin ertrunken, Alter, in meinem Haus. Und der hat meine Sachen geklaut. Und ich habe lustigerweise aufgenommen, wie er das gemacht hat. Und ohne Sachen kann ich mich halt nicht gegen ihn wehren. Jetzt hat er versucht, sogar noch Basti anzuhängen. Ich habe sogar gefaked, als wäre ich was essen gegangen. Das heißt, Dena ist gerade der Meinung, ich bin gar nicht mehr da. Und wundert sich wahrscheinlich jetzt, warum ich auf dem Server bin. Und wenn wir den jetzt in die Finger bekommen, inshallah, er wird sterben, Alter. Er hat sich anders verdient. Ich sehe ihn. Da unten ist er. Da ist er. Komm mit. Komm her, Kevin. Kevin, beeil dich. Er hat sich ausgelockt. Nein. Okay, Kevin. Okay. Okay, Kevin, setz hier Lava hin. Ja, das können wir nicht. Machen dir die Hausbrennt ab. Doch, Kevin, wir entschärfen das jetzt. Komm, ich hab keine Eides mehr. Ich hab keine Lava mit dabei. Kevin, halt du die Position, Kevin. Ich schwöre es dir, Felix. Jetzt wirst du sterben, Alter. Das ist das x-te Mal, dass der mich irgendwie AFK gekillt hat oder sowas. Ich nehme jetzt so einen Fire-Resistance-Trank, Alter. Gönn mir den rein, stell mich in die Lava neben den, Alter. Ich hab keinen Bock mehr darauf, Zander, weißt du das? Ich werde die ganze Zeit, bin ich das dumme Opfer, was die ganze Zeit verarscht wird und AFK getötet wird, aber irgendwann reicht's mir, Alter, Zander. Weißt du, irgendwann reicht's mir. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, verstehen, Mann. Ohne Witz. Dass ihr beide aber warum tötet er dich denn? Weil der dumm ist, Alter, weil er nichts zu tun hat in seinem Stream. Jetzt hat er Angst, jetzt kommt er nicht mehr wieder. Der kommt jetzt nicht mehr wieder. Aber wenn er wiederkommt, dann ist er tot, Alter. Er wird wahrscheinlich jetzt unsere Streams gucken und dann wird er sein, er wird gebastelt sein, Alter. Ich werde jetzt hier warten, bis dieser Mensch hier wieder auftaucht und dann wird er sterben, Alter. Dann wird er sterben. Zander, bring bitte Lava einmal mit. Ist er denn gerade am Aufnehmen oder er was? Er ist gerade am Streamen, Digga, dieser Ehrenlose. Oh, man. Er ist gerade am Streamen. Kevin, kannst du mal ganz kurz hier mit mir über
Cobblestone hinmachen, dass es hier irgendwie abbrennt. Aber wenn in der Lava stirbt, dann ist alles weg. Das ist mir scheißegal, das ist mir scheißegal, Alter. Ich fahre mir die Items wieder neu. Es geht mir nur um Rache, Alter. Es geht mir um blutige Rache. Ich habe noch 32 TNT dabei, das ist mir auch egal, Alter. Von mir zünde ich sein ganzes dreckiges, blau-weiß, hässliches Haus an, Alter. Leute, ganz ehrlich, Mann, irgendwann reicht's mir einfach. Irgendwann reicht's mir. Ich habe keinen Bock, mich hier rumschubsen zu lassen. Und ich bin froh, dass ich Leute wie euch am Start habe, Alter. Ohne Witz. Holy. Eigentlich wollte ich also ich muss ganz ehrlich sagen, wer sich so weit aus dem Fenster lehnt, der hat es einfach hart verdient, auch mal getötet zu werden. Kevin, hast du mal ganz kurz so eine Spitzhacke für mich? Ey, Kevin, ich weiß gar nicht, wie ich zu euch rüberkomme. Das kann echt nicht sein, weißt du, wir müssen jetzt... Dena, guck dir zu. Hallo, Dena, wenn du willst, kannst du abonnieren. Ja, Zander-LP, Dena, ihr geht gerade dreisterweise in die anderen Streams und schaut das gerade an. Das ist mir scheißegal. Felix, ich sage dir jetzt eins. Du wirst jetzt im Livestream hören. Entweder du kommst jetzt online und du nimmst deine Strafe an oder ich zerbombe dein ganzes Haus. Ich meine es jetzt ernst, Digga. Du bist es selber schuld, wenn du hingehst und mit mir sowas machst, Alter. Meinst du, ich bin nicht in der Lage herauszufinden, wer mich AFK getötet hat, Dicker? Wir leben im fucking Internet, Alter. Meinst du nicht, dass ich treue Zuschauer habe, die auch bei dir mal zuschauen, Felix? Felix, pass mal auf. Du legst jetzt deinen scheiß Arsch hin und du hast die leise Möglichkeit einer Chance, eventuell hier mit einem blauen Auge davon zu kommen. Oder du kommst nicht und dein scheiß Haus wird zerlegt. Die sind da gerade am Bauen. Komm schon, Felix. Ich warte nur auf dich. Ich warte nur auf dich, Dicker. Traut sich wirklich nicht, oder? Der traut sich nicht. Der steckt, der macht immer so ein großes Maul, Alter, und lockt sich dann komplett-mäßig aus. Was für eine kleine Scharmutter, Amena. Ah, Felix! Die Hauptsache, die rasten voll aus, Alter. Hoffentlich wird das nicht bei uns so, wenn wir in Köln wohnen. Ey, ohne Scheiß, das ist ja wirklich so. Ne? Man denkt ja immer, dass das immer alles nur für die Videos so ist, ne? Minuten. Aber die sind wirklich Felix so behindert. Zwei Minuten. So, Felix. Ja. Felix, pass mal auf, du bist in der doppelten Klemme. Egal, was jetzt passiert. Erstmal, warum machst du das? Zweitens, du hast mein Greenfield verschoben. Du hast den verschoben, Alter. Du bist ausgerastet. Felix, pass mal auf. Ich gebe dir jetzt noch eine Minute Zeit, dich einzuloggen. Und du nimmst deine Strafe und hin und gibst mir die Sachen wieder. Oder ich nehme meinen gesamten Vorrat an TNT. Und das ist nicht wenig, Felix. Ich sage dir so viel, es ist eine halbe Enderkiste. Du weißt, dass die Sachen, wenn du mich mit Lava-Kills weg sind. Oh, Felix, wir können dich auch ohne Lava töten, glaub mir. Wieso jetzt nochmal? Ich habe gar nicht verstanden, warum. Felix, pass mal auf. Ich habe selber gesehen, wie du mich getötet hast. Ich habe sogar eine Aufnahme davon gemacht. Und dann habe ich sogar noch eine Aufnahme in meine Aufnahme reingeschnitten, wie du versuchst, Basti die Schultern zu hängen, Felix. Meinst du, ich bin so dumm, Alter? Meinst du, ich fake nicht umsonst, dass ich weggehe, Felix? Digga, Felix, ich war die ganze Zeit hier und hab mir das angeschaut. Ich bin nicht blöd. Ich hab gesehen, wie du zu der Zuschauer... Du bist ein großer Fan von mir. Jetzt ist alles Sinn. Felix, deine Minute ist in 10... Deine Minute ist in 10 Sekunden vorbei. Ich gehe jetzt zu deinem Haus, Felix. Eine Möglichkeit, das Ganze friedlich zu lösen. Okay. Ich darf jetzt auf den Server kommen und ihr tötet mich nicht instant. Hä, was ist das denn? Ja. Felix, du hast eine Strafe dafür verdient. Du hast mich einfach umgebracht. Ich werde dich jetzt dafür auftöten. Erstmal möchte ich mal wieder hier auf den Server zurück. Felix, ich diskutiere es nicht mit dir. Ich meine das ernst. Ich zünd dein scheiß Haus jetzt hier in dieser Aufnahme an. Es ist mir scheißegal. Das Beton. Okay, gut, ich spreng's jetzt. Okay. Nein. Doch. Kevin, halt der Wache und bring ihn sofort um, wenn er sich einloggt. Wieso soll er mich umbringen? Weil du es verdient hast. Ich sprenge dein scheiß Haus in die Luft und dann kannst du gucken, wie du die Kacke wieder aufbaust. Weil ich, fucking nochmal, seit einer Woche fuckt es mich ab, dass ich die ganze Zeit von irgendwelchen Randoms gekillt, getötet, mein Haus kaputt gemacht habe. Doch bist du. Du bist der größte Random von allen, Alter. Du bist einmal die Woche online und fuckst mich nur ab. Das ist Random, Felix. Und ich gehe jetzt da hoch und nehme dein scheiß Haus auseinander und mache alles kaputt, weil es mich nervt, Alter. So. Patrick hat die Scheiße... Das ist so eigentlich... Wieso hast du eigentlich nochmal die ganzen Häuser? Du bist der die meisten Häuser zerstört hat. Weil ich es immer abbekomme, Alter! Ernie Boy, mein Scheißhaus gesprengt! Petrit hat mein Scheißhaus gesprengt! Was hast du für einen Grund, mich anzugreifen, Felix von der Laden? Diesen Grund gab es nicht! Warum suchst du immer Ärger und nimmst da nicht die Scheißkonsequenzen hin? Du kleine, dreckige, kahlrasierte Putti am Nackholm! Du hast wirklich ein Aggressionsproblem. Nein. Kevin, ich verstehe es nicht. Kevin und Zander, so, warum folgt ihr diesen komplett irren und steht die ganze Zeit? Kevin, ich sehe auf deinem Stream die ganze Zeit, verschwendet ihr eure Zeit und wartet, bis ich mich einlogge. Warum lauft ihr dem hinterher? Ich will einfach nur sehen, was passiert. Nice, okay, dass du, Felix, dein Haus fliegt in die Luft, ich meine das ernst. Aber das ist doch geil, wenn das in die Luft fliegt. Ich kann dir die Sache
Sachen nicht wiedergeben, weil ich mir nicht einloggen darf und nichts machen kann. Doch, du kannst die Sachen wiedergeben, du loggst dich ein, wir töten dich, ich nehme mir die Sachen und dann, wenn du Glück hast, gebe ich dir deine Sachen zurück. Als ob das in meinem Inventar ist, das ist alles in Ender-Chests. Gut, dann baue ich die jetzt schon mal ab wenigstens, dann haben wir schon mal eine Sache. So, die Ender-Chest kommt schon mal beiseite, das ist jetzt meine. So, Silk Touch, sehr schön. Okay, was hast du hier noch? Aha, Diamantrüstung, die nehme ich mir auch, sehr schön. So, nehme jetzt erstmal alles und dann springe ich dein Kistenlager in die Luft, was ich gebrauchen kann. Wenn du Felix. Mir nicht, wenn du weiter Sachen wegnimmst, dann springe ich bei dir alles weg. Und wenn ich kein TNT mehr habe, weil du mir alles weggenommen hast, dann baue ich jeden Block im Zweifel per Hand ab. Okay. Jedes Haus, das du in Zukunft bauen wirst, werde ich per Hand abbauen. Felix, du bist es selber schuld, Alter. Du verstehst, dass du Rewe dir nicht alles erlauben kann. Digga, du hast angefangen mit dem... Ey, Felix, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ich spreng dein Haus in die Luft, ich meine das ernst, Felix. Ich weiß, dass du Aggressionsprobleme hast. Okay, Felix, mir reicht's jetzt. Ich verhandle okay. Die mit Terroristen. Gut, das erste TNT, wurde gesprengt. So, Felix, ein Stück von deinem Haus ist schon mal, bam, beiseite damit. Felix, und ich mach weiter. Gleichzeitig ist auch ein Stück von deinem Haus Felix, dann in der Zukunft weg. Felix, es ist weg. So unfair, du hast mir Sachen gestohlen und mich AFK gekillt und dann lockst du dich combatmäßig aus. Was bist du für eine unglaublich riesige Alter, ich hatte vor, jetzt 2 Folgen mit Kevin vorzuproduzieren oder 3, aha, weil ich morgen richtig früh aufstehen muss und da kommt mir so eine behinderte P-Aktion wie dir überhaupt nicht gelegen. Also komm jetzt halt auf den Server, gib mir meine Sachen wieder, ich habe sogar deine Enderkiste mitgebracht. Du kannst gerade übrigens bei Zander im Stream sehen, was ich bei dir kaputt gemacht hat. Und solltest du dich erdreisten noch irgendwann mal, einmal bei mir irgendeine Sache zu machen, Felix, dann kannst du daran glauben, dass ich hier 24 Stunden sitze und nur darauf warte, bis du dich einloggst, Alter. Felix, genau, Felix, ich mache jetzt Felix. Jetzt mal ein bisschen, du Digga, bist Felix, Zander, Felix! Kamera. Junge, du kleine und hör mir doch mal zu, Alter, du... Junge, ich jag jetzt dein Scheiß... Ey, mir reicht's jetzt, Alter. Ich mach dein ganzes Haus kaputt. Mir ist jetzt echt egal, Felix. Mir ist jetzt scheißegal, Alter. Du bist es selber schuld. Revi, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Es ist Felix. Oh, Revi, Felix. Du weißt, dass das böse Ende wird. Alter, ohne Scheiß. Felix, du bist es selber... Ey, Felix, du bist es selber schuld. Du weißt, dass das richtig böse Ende wird. Du bist es selber schuld. Curly Boy, der Geisteskranke ist schon gegen dich. Was machst du, wenn die beiden sich jetzt verbünden plötzlich? Ja, sollen sie halt machen. Sollen sie sich halt verbünden oder ist mir scheißegal. Ja, und am Ende holst du wiederum, weil dein Haus gesprengt wurde. Aber es passiert eh immer irgendeine Scheiße, egal ob ich was mache oder nicht. Sagen wir mal so. Ey, ganz ehrlich, ich hab eh keinen Bock mehr. Vergehen als Gegenleistung geben. Er soll sich umbringen, lass mir meine Sachen wiedergeben. Das ist das Mindeste. Dina, und dann sind wir quitt. Dann sind wir quitt, Felix. Du kannst jetzt dein scheiß Haus retten. Aber wieso sind wir dann quitt? Du hast bei dir alles einfach zerstört. Ich hab bei dir alles einfach zerstört. Ich hab einen TNT-Block bei dir rumgesetzt, du kleine Puppe, Alter. Ich muss mir jetzt schon wieder diese Scheiße hier geben seit einer Stunde. Voll nervig, das ist alles da wieder neu. Junge, du hast wirklich Aggressionsprobleme. Nein, weil es mich aufregt, weil ich keine Zeit habe für so eine Scheiße. Ich will meinen scheiß produktiven Kack durchziehen und hab keinen Bock auf so einen Müll, Alter. Zander, wir drehen uns nicht nur im Kreis, das macht keinen Sinn. Alter, wir drehen uns nicht im Felix, Kreis. Felix, in diesem Sinne, Felix, ne? Verabschiede dich von deinem Haus, es war schön mit dir, Craft Attack, Felix. Ich mach nicht nur dein Haus kaputt, sondern auch alles andere von dir. Ich sag eine letzte Warnung, sag ich dir, ja? Eine letzte Warnung. Nein, scheiß auf deine Warnung. Okay, dann sprengst du mein Haus, okay. In dieser Staffel Craft Attack nicht mehr froh. Felix, du bist 5 Tage die Woche, bist auf irgendwelchen ZDF-Bundespräsidenten-Scheiß-Drehs. Es ist mir kack egal, was du in deinem Leben machst, Alter. Du hast nicht mal Zeit dafür, mein Gott. Komm jetzt online, Felix. Nee, ich mach gerade ein Ungereagiert-Video auf Zanders Livestream-Sicht von Revis Scheiße, die er hier macht. Gut, dann mach ich jetzt Stück für Stück immer mehr kaputt, Felix. Alles, was, wenn du hier weiter kaputt machst, ich hab dich jetzt gemutet. Wenn er hier jetzt in die Luft springt, was er da hat, dann wird er in dieser Staffel Craftech nicht mehr froh werden. Und da baut er gerade alles ab, weil er ein Lappen ist. Weil er ein Lappen ist, baut er alles wieder ab. Was oh, wird shit. Das, Revi? Jetzt hat's geknallt. Hat's? Jetzt hat's geknallt. Aber volle Pulle. Ja, der zündet TNT. Oh, ich hör's. Zählt das denn jetzt? Ja, ja. Eigentlich darf ich jetzt den da gar nicht mehr töten, weil jetzt sind die ja quitt. Ja, jetzt sind wir quitt, Felix. Jetzt sind wir quitt. Okay. Behalt meine Sachen und verp*** dich. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser wunderschönen Folge auf jeden Fall. Das ist Dena selber schuld, Leute. Wenn er mir meine Sachen bis übermorgen nicht wiedergibt, Leute. Du hast Dena gebannt? Dann mache ich alles bei ihm kaputt. Das ist mir scheißegal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Herr Newstime, kannst du gerne wieder berichten. Das ist mir scheißegal. Es wird auf jeden Fall wieder eine Menge rausgepiept. In diesem Sinne, meine Freunde, sind eine Enderkiste da auch nicht mehr, so kommt er auch nicht dran. Und ich würde sagen, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut bei Kevin und Zander vorbei. Zwei echt korrekte Typen im Gegensatz zu Dena. Und geht doch einfach mal zu Dena und ja, lasst doch mal einen Daumen da unten da. Ich meine, das ist doch hier auf jeden Fall angebracht, oder? In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.